Zur heutigen Folge von Daily Saxophone Show auf YouTube. Wir sind ja gerade dabei, hohe Töne zu lernen. Ich habe euch D gezeigt, das war der erste hier. Und heute gibt es einen neuen hohen Ton, und zwar nehmen wir den zweiten Palm-Key dazu. Wenn ihr die Hand hier so auflegt, hier auf das D, an der Stelle, und dann geht ihr einfach mit dem Zeigefinger ein Stück weiter vor, und dann habt ihr den zweiten Palm-Key, das ist der hier. Also der erste und der zweite. Und da lege ich im Prinzip, lege ich auf den ersten die Hand hier drauf, und auf den zweiten, da kommt der Finger, der Zeigefinger hier drauf. So, und die zwei greifen wir zusammen und zusätzlich noch die Oktavklappe. Dann haben wir ein hohes Dis. Also das erste, dieser eine ist das D. Den zweiten dazu haben wir ein Dis. Oder man sagt auch S dazu, je nachdem von wo aus man den betrachtet. Also von D erhöht ist es ein Dis. Und wenn man den Ton von oben, vom E bezeichnen will, dann schreibt man da ein B davor. Und dann habt ihr ein S. Also Dis und S ist der gleiche Ton. Es sind nur zwei verschiedene Schreibweisen. Gut, dann spielen wir den mal. Also die zwei Palm Keys plus Oktavklappe. Klingt so. Ist auch nicht so hoch fürs Tenor. Beim Altsaxophon ist der schon relativ hoch. Wird genauso gegriffen. Geht aber alles noch. Okay, jetzt machen wir das D nochmal. Dann das Dis. Und hier bewege ich tatsächlich hier nur den Zeigefinger ein bisschen hin und her. Also wenn ich schon auf dem D drauf bin, dann bewege ich hier den Zeigefinger und dann habe ich das Dis dazu. Jetzt kommt die Übung dazu. Ihr könnt vom C zum Dis springen oder zum S. Also C, S, C, S. Die Bewegung ist immer so. Mittelfinger, das C ist ja der Mittelfinger. Auf der Oktavklappe bleibe ich immer drauf und dann springe ich vom C zum Dis. Also hier lege ich dann ganz normal die Hand drauf auf die 2. Zack, sieht man nicht so gut. Und dann wechsle ich immer mit dem C. Wenn ich auf das Dis drauf gehe, dann achte ich darauf, dass ich vorne den Mittelfinger vom C nehme. Das ist ganz wichtig. Wenn ich den drauf lasse, klingt es anders. Klingt nicht viel anders, aber so ein bisschen. Man merkt es fast nicht, aber trotzdem ist es falsch. Gut, das kann ich machen. Und ich kann zum Beispiel eine C-Moll-Pentatonik wunderbar nach oben spielen, bis zu diesem S oder Dis. Das klingt ganz gut. Also dafür kann ich das ganz gut gebrauchen. Dann gebe ich euch noch eine Übung, und zwar gehen wir mit einer Chromatik nach oben. Wir fangen beim C an. Chromatik heißt, jeder Ton ist da enthalten. C, Cis, dann das Palm-Key D und dann das Dis. Ja, C, Cis, Palm-Key D, Dis. Vier Töne. Und andersrum auch noch. Das könnt ihr mal ausprobieren. Am Anfang ist das ein bisschen schwierig, weil ihr immer das Gefühl habt, wenn ihr hier mit der Hand drauf geht, dass das Saxophon so wegrutscht. Da muss man sich dran gewöhnen. Man hat es eben nur hier unten mit der Hand, mit dem Daumen. Und mit den Fingern drücke ich ja nichts. Ich habe nur den Daumen dran. Und dann habe ich oben den Daumen auf der Oktavklappe. Ich habe es im Mund. So, das sind meine einzigen Punkte, wo ich mein Saxophon stabilisieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, auf die Palm Keys drücke, dann schiebe ich immer das Saxophon ein Stück in die Richtung. Das ist ein bisschen ungewohnt.
Ihr müsst euch so ein bisschen angewöhnen, weniger so nach zur Seite zu drücken, als so mehr so von oben nach unten zu drücken. Also ich habe immer die Vorstellung, ich lege die Hand so drauf, anstatt dass ich so zur Seite drücke. Vielleicht ja, hilft das. Ne? Könnt ihr ausprobieren. Genau, diese drei Übungen könnt ihr machen. Also erstmal vom D zum Dis abwechselnd, dann vom C zum Dis abwechselnd. Ihr könnt eine C-Moll-Pentatonik hochspielen bis zum S oder Dis. Und dann könnt ihr noch eine Chromatik spielen vom C, Cis, D und Dis. Das ist eure heutige Übung. Ja, ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Probiert es mal aus. Morgen gibt es einen neuen Ton. Da gehen wir noch einen halben Ton höher auf das E. Das E gibt es nicht hier oben. Das findet ihr hier unten. Das zeige ich euch aber morgen oder in der nächsten Folge. Gut, viel Spaß beim Üben. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich eine positive Bewertung natürlich freuen. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, mir Fragen stellen. Ich versuche die dann zu beantworten, wenn ihr was wissen wollt. Vielleicht habt ihr eine Idee für ein neues Video. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.